Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und wir erfahren jetzt endlich mehr von Roche und wie es generell weitergehen wird. Also, ja, viel Spaß, weil ich werde wahrscheinlich jetzt demnächst nicht so viel sagen müssen. Haha. Du warst schon überall. Erzähl mal. Geralt von Riva. Gesund und munter. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruba kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. War nicht Vernon Rush eigentlich behaart im Gesicht? Hat er nicht eigentlich einen Bart gehabt in Witcher 2? Wenn ich mich rechnen will, ich weiß gerade gar nicht mehr. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt in einem Schachclub. Danke, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. War jetzt ziemlich kurz und unspektakulär. Ich dachte echt, es gibt hier jetzt eine fette, ausführliche Unterhaltung, aber da habe ich mich wohl geirrt. Sonst scheint es... Oh, ich habe noch die Armbrust ausgewählt. Nicht, dass ich hier aussehe, auf jemanden schießen, dann mich die Leute wieder angreifen. Ein Hexer, das hat unserer Truppe noch gefehlt. Also ich nehme natürlich nichts von denen hier weg. Ich will eigentlich bloß... Ja, ich hoffe, dass hier vielleicht nicht noch ein Händler versteckt oder so, aber wird nichts angezeigt. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Einfach. Zum Teufel mit den Schwarzen. Hexer können nicht die Pocken kriegen. Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Denk, ich werde erstmal bis um 8 meditieren. Brauchen wir nämlich auch keine Fackeln mehr. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen, genau. Müssen also hier hin. Was mich so ein bisschen noch stutzig macht, ehrlich gesagt, ist die Tatsache, dass hier gar nichts mehr ist zum Aufdecken. Das heißt, wir haben es echt geschafft. Das war's anscheinend mit den großartigen Fragezeichen. Wir decken nichts weiter auf. Wir werden hier das wahrscheinlich uns alles gar nicht anschauen können, weil hier irgendwann die Welt zu Ende ist. Oh. Hier unten haben wir dann nochmal was, okay. Naja, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal, gucken wir mal an. Ja, ob hier irgendwo noch Sachen sind, keine Ahnung. Bin gerade ein bisschen deprimiert, weil das habe ich mir anders erhofft. Nicht, dass das Spiel jetzt bald zu Ende ist. Das kann eigentlich gar nicht sein. Mit 300 Folgen Minimum habe ich gerechnet. Aber vielleicht gibt es ja noch eine weitere Karte, also ich weiß eigentlich nicht, oder das müsste ja die einzige Karte danach sein, die aufgedeckt wird. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal in ein anderes Gebiet kommen. Ach fuck, ich gehe in die falsche Richtung. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ich glaube es aber nicht. Ich hoffe, dass bei den Gebäuden noch irgendwas ist. Wie gesagt, keine Ahnung, wie weit wir da jetzt überhaupt hinreiten können. Ob dann wieder irgendwann kommt, hier ist die Welt zu Ende oder hier sind Drachen. Vor allem, ob das Geralt stören würde. Ich habe ja auch keinen einzigen gesehen bisher. Ich sehe überhaupt nicht, wo es lang geht. Reite ich einfach durch. Bisher ging es ganz gut. Oh, Banditen.
Aber es ist kein Lager, oder? Nee, aber hier ist dann noch ein Händler. Okay. Estayar. Da schauen wir uns mal um in Estayar. Oh Gott. Lange bevor dieses Land von den Menschen besiedelt wurde, erhob sich an dieser Stelle eine prosperierende Elfenstadt und darin der Palast des König Maeglor oder Maeglor. Eines Tages begann unter den Einwohnern ein mysteriöses Massensterben. Der Legende nach wirkte König Maeglor, als er spürte, dass auch bald sein Tod kommen würde, einen mächtigen Zauber, und die Erde verschluckte die Stadt, damit kein Fremder sie jemals würde entweihen können. Jahrhunderte später begannen Gelehrte der Akademie von Oxenfurt, den Palast von König Maeglor auszugraben, um die Ursache der Katastrophe zu ermitteln. Doch die Arbeit wurde eingestellt, nachdem 3 Expeditionen nacheinander in die Tiefen der Ruine vorgedrungen und nicht zurückgekehrt waren. Oh, geht's da etwa rein? Dann bin ich doch hier genau richtig. Das mach ich doch nochmal. Gerastet hatten wir ja auch erst, das heißt, dass wir noch volle Schwalbe haben. Mal die Wackel an, damit wir das ja leichter wiederfinden. Nice. Höhleneingang. Brauchen wir bestimmt gleich Katze. Solange es noch geht. Oh. Ein dunkles Portal. Kommen wir da überhaupt rein? Nein. Also werden wir hier wahrscheinlich später noch hin müssen. Ich frage mich natürlich, wie die Expeditionen hier reingekommen sind. Wenn das hier magisch versiegelt ist. Sehr merkwürdig. Naja, Geralt ist auf jeden Fall rein. Also er ist vielleicht nicht richtig in die Ruinen vorgedrungen, aber zumindest hat er sich ihnen angenähert, ohne dass er auch nur irgendwie angegriffen wurde. Wenn wir einmal hier sind, spätestens hier wieder Nebel anfängt, geht's eh nicht mehr weiter. Gucken wir uns auch den Rest hier an. Wo kommt denn der Bandit her? Mir bleibt keine. Achso, er lag am Boden und deswegen so direkt tot. Hat er mich echt verfolgt oder ist er einfach nur hier ein bisschen auf? Los, haben wir andere Pferd. Oder ist er hier einfach nur ein bisschen auf Patrouille gewesen? Kein gutes Gefühl. Ich denke, es ist bald... Also wir kommen nicht dabei, denke ich. Oh, aber diese Ruine können wir uns noch anschauen, wie es aussieht. Ich glaube, ich habe auch eine Erscheinung gehört. Auch keine Markierung. Das ist doch merkwürdig. Was soll das sein? Eine alte Kaserne? Eine alte Burg? Irgend sowas? Also eine Burg nicht, aber Kaserne beziehungsweise irgendwas in die Richtung. Truppenplatz, wie man es auch nennen möchte. Ein Fort. Oh Gott, hier gab es auf jeden Fall kräftiges Gemetzel. Das schauen wir uns doch mal genauer an. Eieiei, das ist ja schon... Naja, ich würde sagen, das wurde als Massengrab genutzt. So wie das Ganze aussieht. Und da die Leichen ja noch liegen, kann es auch noch nicht Jahre her sein, logischerweise. Aber hier gibt es wirklich... nichts, also die Leichen müssen dann scheinbar alle vorher geplündert worden sein. Hier sind auch noch ein paar. Oh, hier stehen so Sachen rum, aber können wir nicht nehmen. Ah, na endlich. Eine Olive. Gut, Oliven, die können sich wirklich lange halten, von daher macht Sinn. An solchen Orten versuche ich dann natürlich die ganzen Sachen mitzunehmen, damit ich wenigstens, ja, das Gefühl habe, es war sinnvoll, hierher zu gehen. Zumal das ja auch niemanden gehört, zumindest niemanden guten, denke ich, vielleicht Banditen oder so, wenn überhaupt. Und da fühlt sich Geralt natürlich auch nicht schlecht, wenn er das mitnimmt. Zumal er das ja logischerweise wohl auch wirklich so machen würde, wenn er da lang geht und Sachen sieht, die niemanden gehören. Und er die Sachen brauchen kann. Wir haben natürlich auch unendliche Kapazität,
was die Stücke in unserem Inventar angeht, aber gut, das kann man einfach nicht. Außer durch irgendeinen Zauber kann man das nie logisch erklären in solchen Spielen, warum man so viele Sachen mitnehmen kann. Aber ich denke, damit kann jeder leben. Man könnte sich halt gerade bei einem Rollenspiel wie diesem hier, könnte man sich natürlich die Mühe machen und am Anfang irgendwelchen Dreck erzählen von wegen, ja, es gibt einen Zauber und durch diesen Zauber oder den Zaubertrank oder wie auch immer werden die ganzen Sachen super klein oder man hat eine verzauberte Tasche, in der halt unendlich viele Sachen reingehen und wenn man was rausholen will, dann liegt immer automatisch das ganz oben, was man rausholen will. Also man könnte sich schon Gedanken dazu machen und es logisch einbinden, aber das ist halt Schwachsinn, also das braucht halt niemand. Gibt also überall auch Ausnahmen, was die Logik angeht, finde ich, und das ist eine. Kommen wir hier hoch? Ja! Ich bin echt überrascht, dass hier so gar kein Gegner ist. Ich habe halt gedacht, ich hätte am Anfang eine Erscheinung gehört, aber habe ich mich wohl ganz klar geirrt. Manchmal tauchen die aber auch erst auf, wenn man an einem bestimmten Ort ist. Vielleicht, wenn ich hier ganz oben bin, ist dann vielleicht ein Geist erscheint, aber ich denke fast nicht. Ah. Ja, noch weiter, also nicht mal Harpiennest ist hier. Weiter hoch komme ich wahrscheinlich nicht. Muss ich halt vor allem auch nicht, weil da überhaupt nichts mehr ist. Naja, also so wirklich gelohnt hat sich diese Erkundungstour hier nicht, das muss ich doch schon mal zugeben. Oh, fuck. Na gut, dann auf zur nächsten Ruine, und zwar klappern wir jetzt hier einfach alles ab. Solange bis dann irgendwann kommt Drachen. Oder was ähnliches. Eigentlich könnte ich auch einfach Plätze rufen und mal in die Richtung gehen, in die ich auch muss. Geh erstmal hier runter, weil vielleicht kann Blötze hier nicht runterreiten und dann ruf ich ihn auf dem Weg. Na, ein Portal wäre jetzt sehr hilfreich. Das war's also schon. Das war's schon. Ach, wie ich das hasse. Warum macht ihr dann hier noch so viele geile Sachen hin, wenn ich da eh nicht hin darf? Das hier können wir vielleicht noch angucken und dann wird logischerweise das hier oben auch alles nicht mehr erreichbar sein, oder? Wie krass ist das denn? Hier ist so ein riesen Gehöft. Wir gucken einfach mal. Wir gehen einfach mal gucken. Heute ist die... Wir schauen mal Nachfolge. Wir haben sogar noch einen alten Zaun. Wie ungünstig. Vielleicht könnt ihr auch plötzlich drüber springen, aber das ist mir jetzt zu blöd. Dann bleibt ihr doch wieder hängen. So, es geht ein Stück nach links. Also wenn die imaginäre Grenze weiter rechts ist, dann ja, hier kommen wir echt noch hin. War auch ein Monster. Ist natürlich die Frage, oder was heißt Monster, weil sind ja auch Banditen. Oh, die kämpfen gegeneinander. Und hier ist, das ist ein Level 28 Gruftwald, muss man nebenbei, und hier ist kein unentdeckter Ort oder sowas. Der hat gerade, ich glaube, der hat gerade ein Banditblatt gemacht. Habe ich ihn nicht getroffen? Okay, wir rennen weg. Das bringt nichts. Das ist viel zu stark. Zu dem Ort werde ich wahrscheinlich nie wieder zurückkehren, weil... Ja, da ist kein Fragezeichen. Da ist kein unentdeckter Ort oder so. Aber gut zu wissen. Vielleicht gibt es dann ja da wirklich ein paar geile Sachen drin. So. Also hier konnten wir nicht mehr hin. Hier konnten wir noch hin. Hier können wir wahrscheinlich auch schon nicht mehr hin. Aber wie gesagt, ich probier's mal aus. Da bleibt uns dann wirklich nichts anderes übrig, als nach Ochsenfurt zu reiten und uns damit Vernon Rush und seinem Bekannten der redanischen Armee zu treffen. Langer Weg. Komm, es bringt ja leider nichts, sich drüber aufzuregen. So, also hier kommen wir nicht hin. Das heißt, hier werden wir auch nicht mehr hinkommen. Hier vielleicht noch und hier.
Also diese Region vielleicht, aber da ist ja auch nichts angezeigt. Das heißt, man weiß, ob sich das lohnt. Also hier kommen wir schon... Hier kommen wir schon nicht mehr hin. Gucken, ob wir es hier hinschaffen. Wo sind die überall unterwegs, die Sumpfschrulle, verdammt nochmal? Jetzt bleib nicht hängen. Nein, jetzt rennt er noch einen Berg hoch. Ah. Geil. Drachen! Oh, das ist ja wirklich ein Drache. Langsam, langsam. Kommen wir da vielleicht auch noch hin, oder? Jetzt kommt gleich zu weit weg. Level? 14, mach mal Platz. Soll ich nicht auf den Boden fallen, wenn ich nicht anbrenne? Eine Wyver, kein echter Drache. Komm her! Muss ich jetzt echt erst auf die Armbrust wechseln? Denn immer weg, verdammt. Die ich noch immer treff. Nice. Dann können wir ja wahrscheinlich doch da hoch, also würde ja Sinn machen. Sehr schön. So, wo sind wir denn hier? Auch irgendeine alte Ruine, aber ohne Wegzeichen. Deswegen erfahren wir wohl leider nicht mehr darüber. Ah, falsch. Und hier gibt es einfach mal so überhaupt gar nichts. Damit die Leute, die sich die Mühe machen und als Endler Welt reisen, wo es Drachen gibt, dass die halt alle bestraft werden. Komm, wir genießen wenigstens den Ausblick. Ja, theoretischerweise könnten wir da überall hinlaufen, wenn nicht da Drachen wären. Die blöden Drachen aber auch. Die Richtung können wir, glaube ich, gehen. Da, alles, was ihr hier seht, außer vielleicht die Berge ganz, ganz hinten, da können wir auch hingehen. Ah. Noch irgendwas zu erkunden hier in der Gegend? Oh, ob jetzt dieses große Gehöft da noch drin ist? Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Aber wir schauen einfach mal. Ist auch nicht so weit weg, da laufe ich einfach hin. Ich denke eh, dass jetzt gleich kommt. Oh. Ein Portal wäre jetzt sehr hilfreich. Scheiße. Ihr Bösen! Das ist riesengroß! Wer weiß, was da alles liegt. Wer weiß, was da alles liegt. Na gut, wenn man hier nicht hinkommt, dann kommt man auch hier überall nicht hin. Das heißt, wahrscheinlich ist das hier noch möglich. Also das können wir uns noch anschauen. Mach ich jetzt auch mal. Auch keine 200 Schritt. Und bitte kein Berg runterfallen. Oder eine Schlucht. Da sind wir auch schon da. Da sind wir auch schon da. Und bisher noch keine Monster. Sieht noch belebt aus. Na, sehr schön. Martin. Da die Kinder nicht so an. Du machst ihn an. Keules Hof. Wo ist das Wegkreuz? Noch nicht auf der Karte. Hä? Wann hast du zuletzt eine Frau gehabt? Und einige, wie es aussieht. Eltern ist so schnell getan. Wie kann das sein? Zahlst du deinen Arbeitern das Dreifache? Nein. Hä? Das ist ein Ort, der einen eigenen Namen hat, aber nirgendwo ein
Kreuz? Ich glaube, ich habe es noch nicht gefunden. Bitte. Ich habe gesehen, was du da ist es. Zerkochten Pans ohne Martin Feul irgendwas Hof. Martin Feuiles Hof oder Feuiles Hof. Diese weitläufige Plantage, die von Martin Feule errichtet wurde, war bis vor kurzem der größte Hersteller von Alfalfa in der Region. Als der Krieg ausbrach, floh Feule auf seine Winterresidenz nach Kovia und überließ sein Land einem unfähigen Vogt, der die fruchtbaren Felder verschleuderte. Aber die scheinen ja gut zu arbeiten, wie es klang. Naja, dann ist hier auch nichts mehr Geiles. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht hier hoch noch kommen. Hier nach rechts kommen wir eh nicht mehr, aber... Ach, ich will es einfach wissen, ihr kennt mich. Ist ja auch nicht sehr weit. Und dann, wenn wir zurückreisen oder zu diesem Kollegen Leichtfuß da gehen, nach Ochsenfurt, können wir ja auch irgendein Kreuz hier benutzen. Los, los! Sorry. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn hier noch Menschen in der Richtung zu sehen sind und ich dann trotzdem da nicht hinkomme. Hofft ja auch, dass da vielleicht mal noch irgendwie ein Ausrufezeichen auf einen wackelt, also... Eine... Heya! Das ist so weit weg. Na gut, dann... Letzter Versuch hierhin. Das ist so perfektes Wetter für eine Reise. Meine Herren, ich wusste es. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt alles Interessantes. Ach, den ganzen Schrott hier gucke ich mir auch nicht mehr an. Das lohnt doch alles nicht. Wir müssen jetzt hier hin. Den Händler wollte ich mir eigentlich noch anschauen. Dann teleportieren wir uns einfach hier hin. Dann können wir nämlich zu dem Händler gehen. Und dann mache ich auch die drei Fragezeichen noch, bevor wir da hingehen. Also wir haben ja fast gar keinen Spaß hier mehr am Spiel. Ist ja alles voll blöd. Nee, ist natürlich immer noch geil, aber ich hätte mich so gefreut. Naja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach... Kann ich mir nicht speichern? Bin ich noch zu weit in der Welt drin, oder? Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.